das alles versuchen ruhig zu halten und dann auch aufs Spiel. Ist nicht so einfach. Geht krass auf die Psyche, aber irgendwie kriege ich das manchmal hin. Imagine, du musst dich auf drei Sachen konzentrieren, weil drei Sachen davon ist Schmerzen 8 bis 10 von 10. Und Auge ist noch dazugekommen, das ist halt auch schwierig. Oh, nicht sterben. Ich brauche meine Gestalt, ich brauche meine Gestalt. Ja, so ist meine Situation. Versuchen hier ein gescheites Video zu machen oder gescheites im Stream zu performen, während ich mich zurückhalte und nicht durchdrehe, weil so viele Sachen gleichzeitig wehtun. Ich habe, ich wollte irgendwas sagen. So, es fehlt aber eine Woche in der Statistik. Ja, hast du, glaube ich, nicht eingetragen, ne? Hast du, glaube ich, nicht eingetragen. Habe ich schon gesehen. Ich wollte nichts mehr sagen, weil du antwortest mir ja nicht. Wenn ich irgendwas sage, hey, antwortest du mir nicht. Ich habe einen Monat lang Monolog geführt. Da habe ich keinen Bock mehr, irgendwas zu sagen. Wenn du Lust hast, machst du nicht, lass es. Wie du willst. Und die AGBs sind immer noch nicht durch, aber ich habe das 100-mal gesagt und egal. Ich habe das zumindest irgendwie da unten hingeschrieben, was halt sein muss. Auch mit den Farben, auch hell, dunkel, schwarz, aber drauf geschissen. Mach oder mach nicht. Ich lasse es so. Kannst mir dann im Gefängnis besuchen. Doch, die Daten sind doch gepostet. Die Daten ist doch, die sind doch sogar als 28 von 36. Noch ein bisschen, dann habe ich die Max-Stabilität hier rausgeholt hier. Ich tue jetzt mittlerweile fast während der Aufnahme cutten. Ich mache immer dann Aufnahme stoppen Pause, wo ich weiß, wo ich cutten muss. Selbst wenn ich huste, trinke oder irgendwas, mache ich dann kurz Pause und dann wieder weiter. Dann muss ich das im Nachhinein nicht machen. Spar ich halt ein bisschen Zeit. Dann ist halt anstatt 6 bis 10 Stunden eine Folge, ist es halt nur 4 bis 6 Stunden. Und das ist eine Menge. Letztens 131 Alien-Folgen fertig gemacht. Das hat 4 Wochen gedauert oder länger. Immer so ein bisschen. Und fand es so schade, dass Alien vorbei ist. Alien war so geil. Leider warst du da noch nicht da, Voodoo. Aber Alien war super. Leider sind die Server davon abgestellt. Von Alien. Gibt aber ein Spiel, was eigentlich das gleiche Spiel ist, weil es von den gleichen Publishern ist. Das ist Black Desert Online. Wenn ich irgendwie Zeit, Kraft und Lust habe, werde ich das da mal ein bisschen reinschauen. Weil ich finde einfach, ich fand einfach, es als MMO fand ich das Kampfsystem mal geil. Aktives Kämpfen, so Third Person mit Fadenkreuz. Und falls du mal Nightingale oder so zockst, ich habe es ja auch schon gespielt. Du kannst Third Person machen. Ich habe auch Third Person gezockt. Ich hatte keinen Bock auf First Person. War mir ein bisschen zu gefährlich wegen. Okay, ich habe die maximale Punktzahl. Wegen Game Sickness. Dann habe ich einfach auf Third Person gestellt, da stand zwar Experimental, Third Person Maximum rauszoomen und dann hat's gepasst.
So, jetzt schauen wir mal kurz, was wir hier bekommen haben und dann können wir das aus der Mitte rausnehmen. Ich glaube, ich habe nichts für mich bekommen. 8, 70. Das ist Nahkampf. Okay, Nahkampfmultiplikator ist sehr, sehr gut, aber ich habe bei meinem viel mehr. Rüstung, das ist Trankslots 3, viel zu wenig. Schutzverfall, Langslots 4. Feuerbeständigkeit, Fluchschaden. Was habe ich eigentlich drin momentan? Feuerbeständigkeit und auch Fluchschaden, aber besser. Freeze-Multiplikator, das ist was? Relikt. Ich glaube, es ist nichts besser für mich, nicht? Wir kaufen einfach alles. Yes. Fette Daten sind aktualisiert, dankeschön. Gibt's ja dann bald neue. Ja? Schauen wir mal, was draus wird. Was wird? Nahkampfzahn, Zauberschaden, jo, brauche ich auch nicht. Zack. Du musst dir mal anschauen, wie krank das hier ist. Das ist ein kleines Teil vom Endgame. Guck dir das mal hier an. Das geht anscheinend unendlich. Unendlich. Ich muss hier irgendwie diese Stabilität freischalten. Das sind irgendwelche Zeitlinge. Ich habe es noch nicht ganz gepeilt. Ich habe vorhin ein 16 Minuten langes Video angeschaut und schon einigermaßen verstanden habe, noch nicht ganz. Das ist das. Und dann mit dem Gear, was ich genau brauche, wo ich genau fahre, muss ich mir noch anschauen. Und das ist halt schon Kopfzerbrechen hier. Teilweise. Das heißt, es ist sehr, sehr viel. Und ich habe vorhin 10 Minuten einen Guide da gelesen. Nichts gepeilt. Ich hab verstanden. Ich habe die Wörter verstanden, die ich gelesen habe, aber ich habe nicht verstanden, was ich gelesen habe. Weißt du, was ich meine? Okay, ich habe noch nie so einen Gegner gehabt. Wo bin ich denn hier? Wenn du irgendwas liest, verstehst du die einzelnen Wörter, aber die Zusammenhänge halt nicht. Und das war halt wild. Ich bin halt Full Meal hier. Ich habe gesehen, es gibt vier Guides für den Akolyten. Ich spiele Lich, also Lich King hier. Und ich spiele den einzigen Melee. Mir hat halt dieser Melee-Spell so gut gefallen. Dann habe ich ja gesehen, es gibt für diesen Melee-Spell sogar so einen Guide. Und das Ding ist, ich kämpfe halt immer mit 33% HP. 33% HP kämpfe ich. Denn nur dann mache ich Schaden. Du bist als Melee und hast 33% HP. Ist nicht so ultra geil immer. Außer wenn du diese Gestalt hast. Dann hast du anstatt HP eine andere Ressource. Und dann kannst du einmal auf 0 gehen. Das geht da kontinuierlich runter, die HP und dieses Teil. Ist krass. Und du musst zuhauen, damit du das regenerierst. Und beim Bossen ist krass, da musst du ganz. Habe ich Bosse gemacht, ne? Da musst du ganz viele Flächen dodgen. Du kannst halt nicht zuhauen, du kannst auch kein Damage machen. Aber du musst dodgen, dodgen, dodgen. Das ist total unfair als Melee sowas. Was ist das für ein Viech, Alter? Aber hat geklappt, ey. Der Boss hatte mehrere Phasen. Ich habe bei der ersten Phase schon ultra geschwitzt. Aber super Spiel, muss ich ja sagen. Wenn man, sag ich mal, Diablo ein bisschen mag, glaube ich, ist das gut. Denn mir, ich muss dir sagen, bis jetzt gefällt es mir besser als alle Hack and Slay, die ich gespielt habe. Ich habe 2 gespielt, ja, aber 3 und 4. Ende. Und ich finde die auch gut. Ich finde Diablo 3 und 4 auch gut, also hab da jetzt nichts irgendwie auszusetzen dran. Ich hatte es nur gestört mit der Season da, aber werde ich alles halt schon nochmal spielen. Du gefällst mir sehr gut, auch von der Aufmachung her, auch von den Tasten, WSAD super.
1, 2, 3, 4 fühle ich nie, nur in WoW zum irgendwelche Cooldowns. Ist gut hier. Gibt auch verschiedene Arten von Builds und gibt verschiedene Sachen. Ist schon cool, ist okay. Mal schauen, wie lange ich hier am Ball bleibe, wie lange es mir gefällt. Theoretisch noch andere Charaktere ausprobieren, weil die haben einzigartige Spielweise. Und so ein Guide, wo ich mal angeschaut habe, oder so ein Testvideo, sagten die, ja, man soll gar nicht auf dieses Gehen, auf dieses, das Beste, so wie bei Diablo, will man dann bei gewissen Sachen immer das Beste spielen, sondern man soll einfach spielen, was ich auch gemacht habe. Nur es ist halt so komplex, dass du ohne so ein bisschen Guide total falsch skillst. Ich habe die ersten 2, 3, 4 Stunden komplett ohne gespielt, habe mir aber dann trotzdem angeschaut, wie ich ungefähr skillen sollte. Das ist doch schon geil, ich mag das dann. So nach Leitfaden gehen. Oh Gott, der Typ hier. Braucht meine Gestalt hier. Der ist der schwerste immer. Aber sonst ist es gut. Hey, und ich lerne jetzt sogar die Steuerung mit Click to Move. Glaube ich zumindest. Ist für mich immer abartig gewesen, aber irgendwie lerne ich sie gerade. Wo ist denn der Typ? Der portet sich so lange weg, bis meine Form weg ist. Das ist frech. Ich muss kurz warten. Wie ist er denn da? So hart, Alter. Ja, kann ich empfehlen. Natürlich überlegt Nightingale, das oder Pacific Drive. Und das war bis jetzt eine gute Entscheidung. Denn noch ein Survival-Spiel habe ich mir gedacht, nee, muss nicht sein. Und eigentlich. Ganz hohe Prozentzahl, vielleicht 90%, habe ich jetzt nicht noch ein Survival angefangen, weil ich weiß, dass ich Survival Game komplett alleine spiele. Und das macht nicht so viel Bock. Weißt du? Also das macht nicht so viel Bock. Und hier ist es scheißegal eigentlich. Hier ist es scheißegal. Und Palworld werde ich auch irgendwann mal weiterspielen. Das habe ich ja ultra gefeiert. Besonders, weil es das einzige Spiel der letzten 10 Jahre war, wo ich wirklich irgendwie so abschalten konnte. Ich habe dir gesagt, ich muss die ganze Zeit mich konzentrieren auf die Füße, auf den Rücken und auf das Auge. Und da habe ich ja quasi alles vergessen um mich herum. Weil es immer wieder was zu tun gab und es immer cool war. Also sowas passiert mir halt eigentlich so gut wie nie. Und deswegen habe ich es halt so auch gelobt hier. Hier denke ich immer an alles. Hier habe ich da keine Ablenkung. Und so ein Hack and Slay mal probieren außerhalb Diablo, dachte mir, wow, why not? Hey. Vielleicht ebnet es den Weg so ein bisschen in das Zeitalter der Hack and Slay. Wer weiß, ich bin fertig. Wer weiß, ob man vielleicht nicht PoE 2 testet. Obwohl das vielleicht zu komplex ist wegen der Skillung. Aber mit Guides geht's vielleicht. ...72... Zauberschaden. Ich kann ja immer noch nicht sagen bei den ganzen Gear. Projektiltempo. Das Projektiltempo habe ich doch gar nicht. Vitalität 12 ist krass, aber Rest. Kritische Treffer. Wie viel Level, was für ein Level ist das? 45? Yes.
Und der Loot-Filter ist auch krass. Du stellst ein, dass es nur den Loot anzeigt, den du halt brauchst. Hier zeigt das Loot nicht an. Ich kann kurz deaktivieren und dann hier, das ist halt alles nichts für mich. Habe ich auch noch nicht gehabt im Spiel, so Loot-Filter. Hier, das sind alles Sachen, die ich nichts anfangen kann, so... Yes. Schilder, die brauche ich ja nicht. ...72 Nahkampf, 900 Zauberschaden, 66 Mana, okay. Die Sachen nehme ich jetzt trotzdem auf, da ich das verkaufen kann. Zumindest hier. Okay. Oh, wie viel brauche ich denn? Ich sehe gerade, ich hätte das ja schon früher machen können. Der Altar des Fleisches. Okay. Oh. Altar des Fleisches. Das klingt fleischhaft wild. Finde die gefangenen Verstoßenen. Okay. Abscheulichkeit. Okay. What the fuck? Das ist ein Boss. Da kriegt er gar keinen Schaden. Unverwundbar bist. Seelengefäße zerstört. Okay, da verstehe ich das. Yo! Die kriegen ja auch kaum Schaden. Oh, normale Gestalt. Normale Gestalt, gefährlich. Muss kurz warten. Okay, eins ist weg. Ich muss halt drauf, sonst... Die normale Gestalt. Das ist eine komische Straße. Hier noch eins. Scheiße, normale Gestalt gleich. Ich muss kurz kiten. Komm mal weg, Boss. Komm weg, jetzt krieg ich wieder normale Gestalt. Ich muss... Ah, scheiße. Boss ist angreifbar. Wow, 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 einfach der reingeportet, ey. Das ist anscheinend so ein... Der ist hart, Alter, leckt mich am Arsch. Voll drin gestanden. Scheiße. Was kommt denn hier alles auf mich zu? Ich muss da raus. Ich sehe nichts, da passiert zu viel gleichzeitig hier.
Wow, weg da. Diese komischen Dinger ziehen mich irgendwie ran. Kann da nicht viel machen. Jawohl. Habe ich. Irgendwas Cooles? Gewebtes Fleisch. Level 51 auf 34. Rüstung, Overkill, Schaden als LP-Entzug. Erhöhter Schaden mit LP-Entzug, erhöhte Entzugsart, kritische Trefferwertung. Auf 200 weniger Gesundheit. Relikt. Armbrustsöldner, erhöht Diener Bogenschaden, habe ich nicht, kritische Treffer, Chance Tränke zu finden. Was davon soll ich jetzt anziehen? Gewebtes Fleisch. Das klingt alles gut, aber so Gesundheit weniger ist halt krass. Schwester zur Bastion. Öffne die Tür zum Dungeon. Seelenfeuerbastion im abgeholzten Wall. War ich noch nie drin? Hat noch nichts von mir gefordert, dass ich dahin muss. Nimm mal alles mit vom Boss, auch wenn es nicht für mich ist. Achso, da ist noch mehr. Ach, hier drüben ist es? Okay, was passiert jetzt? Alle Gefangenen wurden geerntet und die Abscheulichkeit erschaffen. Sag, sollen wir über die Vergangenheit nachdenken, die wir nicht ändern können, oder von der Zukunft träumen, die wir niemals erleben werden? Verdammt, gib mich auf. Es muss doch einen Weg geben. Reflexion über die Vergangenheit, Traum der Zukunft. Boah, weiß ich ja nicht. Das ist wichtig, oder was? Mach mal Traum der Zukunft. Wähle ein Segen. Oh, das ist erstmal, das ist so wichtig, das jetzt hat er im Video gesagt. Erhöht einzigartige Beutechance. Erhöht Glyphe-Beutechance. Erhöht Goldbeutechance. Boah, scheiße, Mann. Was soll ich für ein Segen bekommen? Irgendwie XP-Segen ist wichtig. Aber einzigartige Beute, glaube ich, ist wichtiger. Einzigartige Beute auswählen. Oh, jetzt fragt er nochmal, bist du sicher? Ja. Auf bald. Okay. Weißt du nicht, warum diese Frage mit vergangener Zukunft? Segen? Ich habe einen Segen. Ich habe einen Segen. Erhöht einzigartige Beute um 11%. Das klingt schon mal gut. Ich glaube, das ist okay. So, jetzt haben wir das geschafft hier. Krass. Um weiterzureisen. Habe ich. Okay, wild. Jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich hier im Main Hub wieder, ne? Und das alles ist wieder auf Null. Ne, doch nicht. Ich dachte, das ist okay. Jetzt fange ich wieder von Anfang an. Aber wie ist denn das jetzt? Achso, kann ich jetzt nach rechts gehen, so wie der gesagt hat? Jo, darf ich. Okay, ich darf ins nächste. Oha. Ich soll rechts gehen. Immer rechts, 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 bis ich die drei, ob man ich die geschafft habe, schalte ich Corruption frei. Also höherstufige anscheinend. Achso, ich kann ja nicht verkaufen, okay. Entdecke den Zeitleinenleiter. Erobere die Echo-Quest der Zeitleine. Entdecke den Zeitleinenleiter. Das ist so komisch übersetzt. Das sind alles so Zungenbrecher. Okay.
Okay, in welche Richtung gehen wir jetzt? Also so weit wie möglich weg. Das ist Erfahrungsgewinn 5%, Erfahrungsgewinn 10%. Gehen wir mal in die andere Richtung, oder? Diesmal. 18% gegen erzählt. 15, hier. Stufe 66. Oh, das ist jetzt schon mal heftiger. Von 58 auf 66. Jetzt muss ich hier das Gleiche machen. Aber ich will mal schauen. Ich hatte doch hier noch generell Quests, oder? Oder es gab zumindest irgendwo Quests anzunehmen. Welchem Zeitalter war das denn? Es gab irgendwo zwei Quests, die ich nicht annehmen konnte, aber. Aber ich war da. Aber gibt's, glaube ich, gar nicht. Oder hier sind anscheinend noch welche. Aber wo ist denn das? Ja, ich weiß ja nicht genau wo. Zeigt mir auch nicht an. Weil hier soll noch eins sein. Monolith, die dunkle Sonne. Da bin ich ja gerade. Endzeit, Monolith und Gesang, die gestohlene Lanze. Hier. Zu Girig-Zirkel ist entweiht. Ich wollte halt da weitermachen. Hier, göttliches Zeitalter, ist auch noch eine. Hier sind noch mehrere. Hier sind noch mehrere. Hier muss ich noch zu gierig zu tief. Ja, machen wir mal. Zu gierig zu tief. So, hier ist noch eine Quest hier. Glücklicherweise hat niemand überlebt. Bla, habe ich. Jawohl. Ach so, die Quest ist fertig. Kehre mit der Nachricht über das Schicksal der Händler nach Majekka zurück. Ja. Hier muss ich. Zirkel des Schicksals, Einweihung. Observatorium. Ach so, hier. Ah, ja. Hier ist ja auch noch was. Stimmt, das ist ja meine Fraktion, bei der ich jetzt bin hier. Wenn du Hunger hast, Wudo, mach dir was zum Essen. Ich habe 6000 jetzt. Oha. Ich habe 6000 jetzt. Das ist auch wieder was Neues. Setze eine Linse ein, um festzulegen, welche Prophezeiungen angezeigt werden oder um diese zu verändern. Du kannst Linsen von Galia gegen Gunst erwerben. Ist sie das? Is there anything you'd like to ask me? Needless to say. Welcome. Is there anything you'd like to ask me? Linsen? Regionale Linsen, größere Linsen. Aber ich kann ja Gegenstände jetzt kaufen, oder? Und? Kein Platz, ne? Und ich muss bei ihr es verkaufen hier. Ich hab so einen komischen Speer. So schwach. Ohne besonderes Ding, nur Nahkampfschaden. Echt? Welcome. Is there anything you'd like to ask me? 2200. Ich hatte 6000. Kostet das nicht nur Gold? Hä? Welcome. Is there anything you needless to say? This welcome. Is there anything you'd like to ask Ja, me? Linsen. Stiefel? Gute Chance pro Rang. Stiefel, die Chance pro Rang. Grundkosten 350, erfordert Rang 2. Aber wo sehe ich denn meinen Rang? Ich verstehe das alles nicht, Mann.
Fallout Rang 2, größere Linsen. Fallout Rang 3. Brust. Eine gute Brust. Hä? Okay, das kostet nicht Gold, sondern es kostet das. Das steht aber falsch da. Götze? Rüstung. Habe ich. Oh. Boah, das kostet 1000. Ich hatte 6k, aber jetzt habe ich so viel ausgegeben. 680. Erhabene Handschuhe. Set Körperrüstung. Mal 3. Und hier? Range Weapon, seltener Dolch. Achso, ich brauche da gar nicht auf die Idee. Mach dir was Leckeres zum Essen und richtig schmatzen, Wudo. Meister? Ist doch geil. Glyphe der Hoffnung? Ich bleib mal da, wo ich war. Aber eine Handschuhe? Mach mal das da. Was sei mein Anspruch? Willst du wirklich die Festung gegen Sanatien eintauschen? Wir verzeihen dieser Konstellation, werden neu ausgewürfelt. Ja. Ja, und was heißt das jetzt? Ich habe das jetzt ausgegeben. Und nun? Durch höhere Ränge im Zirkel des Schicksals schaltest du mehr Prophezeiung. Okay, jetzt habe ich eine Prophezeiung freigeschaltet. Belohnungsdimme im unten anzeigen. Ach so. Ah, cool. Ja, aber gehe ich jetzt nicht in eine Instanz rein oder was? Was genau ist das jetzt schon wieder? Ich habe jetzt Punkte ausgegeben und habe eine Prophezeiung. Wie, was? Helm. Okay, kurz Video geschaut, habe ich natürlich nicht mit reingenommen, sofort weggecuttet. Wir müssen das hier erfüllen, Tod von Arena Champion in Arena, dann kriegen wir dreimal Körperrüstung, Set-Teil. Aber ich habe jetzt schon so viele Punkte unnötig ausgegeben. Hello again. How may I aid you? Hello again. You may ask them. It is upon this alliance the circle of fortune. Okay. Jetzt habe ich echt schon so viel ausgegeben. Gehen wir nochmal zu dem Rüstungsding. Nicht mal. Jetzt habe ich jetzt die Chance auf mehr Brust, wenn ich hier würfel. Hier schau mal. Einzigartige Körperrüstung. Bedingung nichts. Und Tode von verbannter Magier. Kostet 2000, habe ich nicht. Ich hatte, glaube ich, 6000. Auf 2000 erhabene. Einzigartig, okay. Habe ich leider nicht mehr, muss ich wieder grinden. Achso, ich hätte ja auch weiter weggehen können. Hier. Ring. Relikt. Glyphen. Ich weiß noch nicht genau, was Glyphen sind. Muss ich jetzt nochmal den Guide anschauen? Was zum Fix sind Glyphen? Was mache ich mit denen? Wo sind die? Ja, Waffe hätte ich nehmen sollen. Waffe wäre halt ultra. Tausender, damit ich in der Seelenfeuer-Bastion im Verlies muss ich töten den Feuerlich Cremorus. Ich glaube, ich habe den Schlüssel erfragt, ich habe aber keine Ahnung, wo oder was das ist. Ich halte eine lila Waffe, da habe ich doch schon. Ich will ja unique, ja hier, einzigartig will ich ja haben.
Ich habe 3000 Punkte. Dann sparen wir halt noch. Was ist das? Tod von Arena Champion. Bedingung Arena. Wie komme ich... Was für eine Arena? Okay, gerade nochmal ein Video geschaut. Also man muss auf den Schlüssel anklicken, den man hat, und dann wird einem der Dungeon angezeigt. Hello again. How you may ask them? Da muss ich mal schauen. Hier. Ich habe hier zwei. Ich weiß nicht, ob man einen verbraucht. Ich klicke jetzt hier auf den Schlüssel. Ich weiß nicht, welche Taste jetzt hier. Wird es ja vielleicht dabei stehen. Öffnen die Tore zum Schlüssel. Rechtsklick um die Karte der Seelenfeuerwehr. Okay, hier, zack. Und da. Dieser Weg überspringt viele Gebiete. Schließt du, wirst du zum Kurvenschloss gerade Zeit gebracht. Hier, da waren wir noch nicht. Wir müssen halt erstmal zum abgeholzten Wald, okay. Stufe 24. Dann habe ich noch das und das. Schauen wir mal genau hier. Stufe 22. Hätten wir früher reingehen können. Stufe 55, okay. Da müssen wir uns auch erstmal freikämpfen in der Zeit. Ja, nice. Komm, ich würde sagen, das kombinieren wir dann direkt mit dem, wenn wir hier so eine Prof. Wenn wir hier. Nee, was? Gunst haben hier, würde ich sagen. So, Video für Glyphen und für Runen angeschaut. Damit kann man die Items optimieren, verändern und was auch immer. Ist schon wild, das Ganze. Haben wir vielleicht gedacht, dass ich das eine Item, weil das hat jetzt hier 97 Schaden, das haben meine anderen nicht. Könnte ich was draufrollen, aber lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Also dann könnte ich so mal schauen, wie das so geht hier. Okay, dann schauen wir jetzt mal, wie das geht. Shift, sollen wir machen S? Nee, F, ja. Tun wir mal so ein Item da rein. Dann haben wir hier Modifikator zur Verfügung, Material, Info. Hier können wir jetzt Glyphen aussuchen, dass man keine. Wie viel, hat es überhaupt Schmiedpotenzial? 16. Verbesserung der Affixe. Wie viel ist das Ergebnis? Besserung Affixe, Verzweiflung, eine Chance Affixe, Versiegelschritt 1 zu verbessern, okay. Und hier können wir jetzt manuell Sachen drauf tun. Durch das Ganze. Können wir manuell Sachen drauf tun. Zerstört ein Gegenstand, würfelt die Werte aller Affixe eines Gegenstands innerhalb ihrer Ränge aus, entfernt ein zufälliges Affix, wird dafür eine Anzahl von Splittern, fügt allen leeren Affix-Slots eines Gegenstands ein zufälliges, verwandelt den Gegenstand in einen einzigartigen oder Set-Gegenstand desselben Gegenstandstyp. Im Einsatz bei einem Silberring können ihn irgendeinen... Ja, okay, aber wenn er einzigartig wird, wird er dann stärker oder was? Ich kann jetzt hier irgendwas drauf machen. Suche. Ja, keine Ahnung, was brauche ich denn? Boah. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Was ist das? Ist das eine Kamera mit extra Display oder was? Oder was ist das? Hier. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Ich habe so viele Dinge hier offen. Wird wahnsinnig hier. Ist das das Richtige? Ja, ne? Ja. Wenn ich jetzt schaue bei der Waffe. Increased Melee Attack Speed, Crit Attribut,
Armor. Melee Attack Speed. Nehmen wir. Melee Attack Speed. Anders Display für den Druck. Okay, ja. Okay, okay. Extra Display und Ding. Ist das Display per Kabel irgendwo hinlegen oder ist das wireless? Attack Speed. Wo ist denn hier das Spiel da? Nahkampfgeschwindigkeit. Hier. Und was brauche ich noch? Critical Strike Multiplier. Multiplikator, ja genau. Ja, und hier? Hallo? Achso, man kann es nur einmal machen. Dann nehme ich erstmal die Angriffsgeschwindigkeit. Kosten 1 bis 10. Ich hoffe, ich kann doch beides machen. Ach so, das bleibt am Gerät. Du kannst es über App zugreifen. Dann brauchst du das Display doch gar nicht, oder? Also über App hast, wozu du noch extra Display? Macht ja gar keinen Sinn. Minus 10? Boah. Schau mal, das hat sogar noch eins dazugegeben, lol. Hier, jetzt habe ich 3. Aber das Schmiedepotenzial wird nie reichen. Angriffsgeschwindigkeit und Crit. Es muss ja zumindest noch eins übrig bleiben. Okay, jetzt kann man nichts mehr mit dem Ding machen. Das war's dann. Dann hätten wir halt noch Armrüstung. Aber wir haben kein Schmiedpotenzial mehr. Also haben wir das mit dem Ding gemacht. Rang 3. Ja, weißt du, wenig Ding hat hier. Wir hätten ja das auch stärker machen können. Theoretisch. Es hat Schmiedepotenzial. Giftschaden, Multiplikator, Betäubungschance. Erhöht Chance auf Betäubung mit Nahkampfangriffen. Aber den Grundschaden kann ich nicht stärker machen. Giftschaden ist halt scheiße. Okay, jetzt habe ich aber schon mal gesehen, wie das funktioniert. Ja, ist aber halt auch nicht besser, ne? 87 Schaden, das andere ist halt... Na komm, ja, das ist nicht besser, aber ich hab mich jetzt schon mal gespielt mit dem. Okay, gut, jetzt haben wir das verstanden. Mit der Glyphe, mit dem in die Sterne gucken, mit dem ganzen Stuff haben wir jetzt ein bisschen mehr verstanden. Gut, dann machen wir hier die Sidequests. Und dann können wir wieder ins Monolith reingehen. Ja, aber wozu nutzt man dann das Display? Frage ich mich halt. Das wäre so, wie wenn ich meine... Ja, zur Kontrolle. Als Webcam wäre es ja ganz cool. Da sieht man halt, wie man sich sieht oder so außerhalb oder sowas. Aber reicht es nicht, über App zu schauen? Muss man doppelt schauen? Einstellung am Gerät. Leveln. Ja, drucken. Ach so, kann man damit noch zusätzlich den Drucker steuern? Reicht es nicht über die App? Was kann das Display, was die App nicht kann? Frage ich mich halt. Okay, habe ich abgegeben. Wo sieht man denn, was ich hier noch machen muss?
Also hier, göttliches Zentrum, Monolith, okay. Hier ist auch nur Monolith. Hier, ja, ja, okay, okay. Ich verstehe. Also nur noch Monolith-Sachen hier auf einmal. Ja, okay, dunkle Sonne. Hier. Schau mal, probieren wir mal so ein Ding. Okay. Dann legen wir hier mal los. Wir haben ja gesagt, wir gehen nach oben, gell? Ja, nach unten wollte ich wegen. Erfahrung und Gegenstand selten. Ja, hier, weil hier Waffe ist. Okay, testen wir mal. Gehen wir mal da rein. Okay, das ist jetzt dramatisch schwerer. Drastisch schwerer. Level 66 ist das. Ich bin 65. Könnte schlecht werden. So, die Kleinen. Die Kleinen werden ja noch gehen, aber irgendwas Größeres kommt, bin ich halt. Ich war ja schon drüben, Rip. Muss ich wirklich aufpassen, wenn meine Gestalt abläuft. Ja, das wäre ernst krass. Brauche ich ja wirklich länger. Ja, der braucht schon länger, der Sack. Aber der ist auch weg jetzt. Aber wenn die anderen mit Level 27 hier rein sind. Ach, der lebt immer noch. Geduldige Inferno-Höhle des Ochsen. Was für ein... interessanter Name. Okay, okay, okay. Okay, keine richtige Gestalt. Die zwei da. Oh, wilde Klinge hier. Ich hoffe, hier ist auch höherer Loot, dass ich mein Loot auch ein bisschen verbessern kann. Okay, in dem Video haben sie gesagt, man kann diese ganze Technik, die Sachen zu verbessern, sogar beim Level nutzen. Ich habe das nie gemacht. Ich habe einfach den Loot genommen, so benutzt, so wie er ist, von Anfang an. Und dann, deswegen war es vielleicht ein bisschen schwerer. Ich dachte mir, dass diese Splitter, dass man die anscheinend behält fürs Endgame. Denn man beim Endgame, dass man noch viel machen muss mit den Splittern. Aber anscheinend kann man das so entspannt gemütlich machen, so zwischendurch halt. Was jetzt alles droppt hier? Das sind bestimmt alles nicht so geile Sachen. Das ist bestimmt irgendwo nur was Kleines. Noch so eine scheiß Hülle hier. Hab ich. Echo schon erobert? Aber macht man noch ein bisschen mehr? Boah, ich bin ja gespannt, wie der Endboss hier wird. Der wird bestimmt Arschloch sein. Der wird bestimmt ein Arschloch sein. Und du meinst eigentlich nicht Lego, du meinst Klemmbausteine. Schätze ich mal, Klemmbaustein. So, ich will schon auf 22 hochkommen, why not? Das
das richtig ist, ob ich jetzt nicht lieber mehr weitermachen soll, komme ich eh hoch. Aber ich mach's jetzt einfach. Ging aber gut dafür, dass es halt viel höher ist jetzt im Level. 11 Level höher und schwerer als das andere. So. Von 22. Doch die Großen müssen doch mindestens eins geben, oder? Ich sehe nichts Baum da, ein Baum im Weg. Vielleicht waren es auch die Kleinen hier. Hey, ich weiß echt nicht, in welchem Spiel ich das gesehen habe, bei dem Test oder so. Dass man irgendwie so Pads bekommt, die looten für dich. Hä? War das nicht in dem Spiel? Wo soll es denn sonst sein, dass man Pads bekommt zum Looten? Macht doch gar keinen Sinn sonst. Wo soll man denn sonst Pads bekommen? Wenn nicht in dem Game. Macht alles gar keinen Sinn. 21. Passt, wir können raus. Tschüss. Haben wir. Das erste erledigt. Schauen wir mal, was wir da Schönes haben. Einhandaxt, ja, super. 279 Rüstung. Boah. 5% für maximale MP als Ausdauer erhalten. Vor der Stufe 66 kann ich gar nicht anziehen. Ich habe 65 noch. Ja, okay. Und das ist wieder halt so eine Sache. 43 Nahkampfschaden, Parierschance, Nahkampfgeschwindigkeit. Ist schon nicht schlecht. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das dann tragen werde. Ich werde es mal aufheben und nie wieder anschauen, schätze ich mal. Yes. Ja, zack, zack, okay. Ja, nimm doch. Achso, das hier. Der Loot scheint auf jeden Fall stärker zu sein. Die ganzen Sachen darf ich nicht tragen. Okay. Ja, tun wir gleich weg. Yes. No. Yes. Yes, my lord. Yes. An das erinnert mich das. Auf Stufe 66. Boah, aber wenn es bis Stufe 100 geht, ist ja krass. Dann ist ja noch ein bisschen was. Then I have something for me. Dann habe ich noch ein bisschen was vor mir.